Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei White Star. Wieder mit dabei ist der Squatit. Und wir sind gerade dabei, die Quest Ausgrabungsärger abzugeben. Die hier unten ist, wenn ich das richtig sehe. Oh, hier rauf auf die Plattform. Dafür sind die Plattformen da, damit du nicht runterspringen musst. Ja, macht ja kaum Schaden. Und dann schauen wir weiter, weil hier gibt es neue Quests. Ich bin und nicht glücklich darüber, ja. Hörst du? So ist der aktuelle Stand der Dinge. Mich gibt's hier auch eine Schnitzeljagd. Ja mal. Da. Ach ja. Hier werden mir wieder die Hinweise gegeben. Diesmal sind es zwei verschiedene. Nicht drei. Ja. Und ja, zwei neue Quests. Sogar noch eine neue Quest. Genau, ich hatte heute noch ein kleines Hardware-Update, damit endlich das hier etwas flüssiger läuft und ich nicht solche starken Frame-Einbrüche habe. Ich würde sagen, das Terminal hier brauchen wir nicht nehmen, das andere ist ja, Rabenstein ist ja auch dicht genug dran. Ja, denke ich auch. Da hinten ist ein ganz, ganz großer, hässlicher Typ. Da sollten wir nicht hingehen. So, Schnitzel, ja, gucken wir mal, wo darf ich denn zuerst hin? Da bist du. Ah. Ich gucke gerade, irgendwie ist die Beschreibung hier sehr... Hier sind Gegner auf alle Fälle. Die können wir ja schon mal anfangen zu hauen. Jetzt hat gerade ein Problem einbruch. Ach Mensch. Jetzt habe ich gerade das Problem gehabt, dass ich vorhin ja noch Meuchler angespielt habe und jetzt gerade in Nahkampf gehen wollte. So, wir haben eine Herausforderung, wie es aussieht. Schrottplatz. Ne, ich noch nicht. Warte mal kurz. Dann, dass ich so, dann mal da drüben. Hier links ist der Schrott. Ja. Herausforderung beginnt. Ja, 20 müssen wir noch weiter Schrott finden. Da drüben. Dicht hinter mir? Nein. Nee, ich bin... Und ich bin im... Da Kopf. Ist auch schon. Ja. Ich suche nach Der böse Schrott. Augentyp hat mich geaugt. Doppelkill. Sollst du mir auch nicht zu nahe kommen. Ja, wenn da Schrott aber gibt. Irgendein Projektor an der Backe. Ja, ich habe hier auch Zeug zum Aufsammeln. Ja, wir haben es ja heute schon mal in Testläufen festgestellt, durch den Start, der jetzt war, den offiziellen Release, ist jetzt sehr viel los in den Anfangsgebieten. Ja, total, also... Du redest, sind überrannt. Aber irgendeine Quest habe ich jetzt sogar schon fertig. Wo ist denn hier Müll? Ich suche Müll. Da. Ja, ich auch, aber ich finde nichts. Da ist Müll. Da ist Müll. Wie weit bist du? Ich bin bei 60%. 60. Gleich 80. Synchron. Gleich 80. Ja, jetzt. Und da ist. Das hat nicht für mich gezählt. Dann bist du weit weg, oder? Jetzt. Ich bin eigentlich jetzt. Nö, hat nicht für mich gezählt. Scheiße. Zählt für mich überhaupt nicht, was du einsammelst. Ja, da hinten liegt noch was. Ja. Naja, in 48 Sekunden schaffe ich es nicht mehr. Klar. Hier hinten liegt was bei mir, komm her. Ich muss 18 Stück, ich hab noch nicht mal 5. Ne, ich hab jetzt 10, also die 9 schaffe ich auch nicht, aber wenigstens Bronzerang, dass du das hast. Ja, jetzt habe ich einen Bronzerang, ist das. Runenfragment. Ja. Das ist auch eins der Features im Spiel, worum wir uns noch nicht gekümmert haben. Hier oben ist ein Buch. Ja. Wir müssen auch noch, ich habe noch eine Kill-Quest offen, ne? Ja, wir haben einige Quests hier noch offen, aber ich hab erstmal hier. Ich meine auch Herausforderung, eine Kill-Herausforderung. Ich grad, ach so, da hat die andere Zeit. Ja. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das wäre Beschützerkonstrukte. Das da ist, glaube ich, ein Protektor. Protektor dürfte ja das englische Beschützer sein, hoffen wir mal. Herausforderung bestanden! Ja, der erzählt. Okay, dann müssen wir weiter Protektoren suchen. Ja. Und wir haben noch 3 Minuten. Ja, wir laufen einfach hier rum. Die werden hier um das Gedöns hier rumstehen. Da hinten ist wieder eins. Wir müssen sicherstellen, dass nichts den Erfolg des Projekts in Gefahr bringen kann. Ja, sehe ich genauso. Man muss dazu anmerken, bei Squatit ist heute Besuch noch im Hintergrund.
der Meinung ist, laut lachen zu müssen. Ja, wir spielen so schlecht, da muss er laut lachen. Ja. Nämlich Menschen, die haben zu Hause kein Internet. Ganz, ganz arme ja. Säue. Jetzt hätte ich, glaube ich, nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mehr Schaden mache. Protector. Ja, vielleicht kam ja mit dem neuen Hotfix von heute noch ein kleines Upgrade dessen. Was, 37% erst? Really? Ja, ich dachte gerade auch, irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde glaube mal gleich das da ist ein Protector wieder. Sie anmachen. Ja, nur, dass ihr euch nicht wundert. Und da gucke ich mal. Hat zwar immer noch ein bisschen weniger, aber generell gesehen. Ja gut, jetzt kam ich ein bisschen spät. Da ist er wieder gespawnt. Ah, 44. Ich glaube nicht, dass es noch was wird. Glück habe ich mich heute Mittag ja schon um ein paar Herausforderungen, die noch offen waren, bei mir gekümmert. Unter anderem dein Rumgeschubse von Kühen von gestern. Ja. Okay, jetzt sind wir zu schnell gewesen, jetzt ist hier schon wieder nicht mal mehr ein Respawn. Na, da oben ist vielleicht mal die aus. Da, ja, sehe ich schon. Aber bei 50, bei noch 50 Sekunden für so wenig Zeit, Hälfte Kills wird das nicht. Ja. Vor allem, wenn wir gerade verfolgt von irgendwelchen Viechern. Vielleicht werden wir gleich nochmal starten. Nee. Das mache ich dann in ein paar Tagen, wenn hier weniger Leute sind. Weil dann kriegt man automatisch. Na, fuck, jetzt habe ich gerade eine abgebrochen, die gerade kam. Ne, ich kümmere mich jetzt erstmal hier um die Quest. Doppelkill. Was? Doppelgenäht? Das ist doch der Doppelkill-Erfolg. Warum habe ich den nochmal bekommen? Es scheint ja noch ein paar Sachen zu geben, die nicht ganz funktionieren. So, Ah, Herausforderung nicht bestanden. Danke auch. So, hier unten sind noch ein paar Gegner, die wir töten dürfen. Die Konstrukte müssen wir noch, ne? Ich habe hier Konstrukte der Städte, aber ich glaube, da zählt alles dazu, kann das sein? Das weiß ich nicht. Scheint so. Der hält ganz schön viel aus. Ja, that's it. Wir haben irgendeinen Überrest bekommen. Augmentierte Überreste, ja, die eine Quest starten. Können die mal wieder runterkommen? Doppelkill. 88%, 90% bin ich jetzt. Ich bin bei 86. Da sind nochmal zwei hier rechts. Ja. Oh. Ja, nur 4. Nur 400 K weniger, 400 Damage weniger gewesen ist du. War es nicht gestern auch so? Nee, gestern war ich deutlich weiter ab vom Schuss. Kann mir natürlich jetzt auch einbilden, aber. Ich habe mir die aktuellen Patch Notes noch nicht durchgelesen. Ich auch nicht. Gar keine Zeit gehabt. Und da war's vorbei. Ist was passiert? So, bei mir kommen. Eine C-Quest kam jetzt. Ja, hier oben gibt's auch noch was, aber da kommen wir, glaube ich, noch nicht hin. Du kämpfst schon wieder. Ja, irgendwie. Doppelkill. Aktivier mal die Quest mit dem Kopf da. Ach ja, genau, der Kopf. Aber das bestimmt nur abgeben. Nee, doch nicht. Nee, schwächt. Das ist wirklich hier noch. T drücken. Brauche ein Ziel. Doppelkill. 12%. Schwächtkonstrukte. Nee, ich hab, bin jetzt noch nicht gezählt gerade. Ah, jetzt 12%. 25%.
Weiß gerade nicht, warte mal, ich möchte mal was testen. Bitte mal nicht. Okay, man kann auch einen mehrfach. Okay, dann lass ihn leben. Naja. Naja. Da unten ist doch wieder eine. Dann lassen wir den halt leben. Schaden macht er ja zum Glück nicht. Der Cooldown der Skills ist halt nur immer ein bisschen hoch, ne? Ja, wie immer halt das alltägliche, leidige Problem. Na. Und da ist er wieder gestunt. 50%. Ja, ich warte jetzt mal ein paar Sekunden, bis du dann geschossen hast. Und er ungefähr bei 50% ist. So, jetzt. Komm. Oh, warum? Jetzt hat er nicht gecastet, das blöde Ding. Dann können wir den theoretisch dauerhaft im Stun halten. Ja, fast zumindest. Warte, jetzt kommt mein nächster. Der ganz im Dauerstun geht wohl nicht, aber... Ne, wir sind glaube ich auch nicht ganz gut getimed, also... Du musst jetzt fertig sein, nicht wahr? 87%. Ja. Dann bin ich jetzt fertig. Wir sind jetzt tot. Weil der andere Typ da gekommen ist. Blöd. Da hinten ist einer. Ja, muss der nur noch einmal machen. Ja. Bin mal der Dann müssen wir die Ebe siegen. Ja. Muss mal gucken, ob jetzt das bei dir sich erhöht. Die Killdinger. Ja. Was haben wir denn da? Das sieht noch was aus für mich. Ist ja schon wieder gespawnt. Der hätte da vorhin zwar machen können. Ach nee, der ist von da oben nur hinterhergelaufen, dem Typen. Ja, 47% übrigens. Da vorne sind wieder zwei. Ja, ich auch. Ich habe übrigens mein Level überhaupt geschafft, ne? 14. Nee, bei mir braucht's noch. Ein paar Kills. Ich bin jetzt bei 96%. Das ist auch schnell erledigt. So, was haben wir hier vorne? Können hier hochgehen auch. Vielleicht gibt's da ja einen Weg, um höher zu kommen. Da gibt's ja noch eine Quest. Hier hoch ist die Frage. Glaube nicht. Sieht nicht danach aus, nein. Aber da rechts könnte man lang kommen. Wir werden schon einen Weg finden müssen. Ja, irgendwann auf alle Fälle, aber nicht jetzt. So, gucken wir mal weiter hier. Da ist eine Blume, die ich mal kurz mitnehme. Ach, da heute auch nichts drin. Ja, ich habe mich ja jetzt ein bisschen geübt vorhin noch, ne? Ich weiß jetzt, wie Blumen aussehen langsam. Ja, auch der Blick aufs Mini-Radar oben. Oh, da unten sind zwei sogar. Ich konnte daneben gesprungen. Aber gut. Ja, bei dem Skill hatte ich in der Beta auch das Problem, die Reichweite einzuschätzen. Weil er springt halt immer die gleiche Länge. Ja, man sieht ja den Kreis, aber wenn die fliegen, sieht man ja, nicht. Ja, nur wenn so du mit dem Maus rüber man... gehst, oder? Ja, mache ich ja meistens. Bevor ich klicke. Weil der liegt auf der 6 hinten. Na gut, dann ja. Weil ich den eigentlich ja mit der Maus steuern wollte, also mit einer Maus, Codbar-Taste. Das ging aber leider nicht. Weil man nämlich vorher auf die Taste drücken muss. Mir scheint es jetzt fertig zu sein. Ich habe noch 98%. Jetzt. Brauchst du was? Gut. Vorsicht, Stufe! Hast du dein Level abgegeben? Ja. Müssen wir jetzt abgeben. Aber ansonsten, wo sind wir jetzt? Da sind wir.
Dann gibt es ein paar Siedlermissionen, aber die mache ich andermal. Unten habe ich noch Schaf im Anflug als Quest. Schaf im Anflug. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Schaf im Anflug, sagst du. Ja, gehe zur Landezone. Ja, da genau oben. Die. Erstmal haben wir hier noch was, ein Versteckungsgenerator. Nehmen wir uns das mal. Bringt der Schönes? Lebenspunkte. Ein Dreck. Für 10 Minuten. So, hier haben wir die Landezone und da geht's dann auch hoch an der Seite. So, haben wir das erledigt. Und jetzt aktiviere die Barke. Oh, ist wohl schon gemacht worden. Siedlerentwicklung, Kampfbots sind jetzt Doppelkill. Dreifachkill. Neue Errungenschaft, Dreifachbedrohung. Sowas hatten wir gestern alles schon. Doppelkill. Ja, wer weiß, vielleicht haben es da noch teilweise zurückgesetzt worden. Doppelkill. Dreifachkill. War es das? Nee. Das war's. Das war's. Ja. Dann würde ich mal. Oh! Da kommt auch schon wieder einer rein. Unterbrich das Kraftzentrum Alpha, Beta und Gamma. Ja, okay. Dürfen wir wieder runter und einmal im Kreis da rumlatschen. Musst du hier oben noch irgendwas machen für deinen. Selber mal gucken. Blitzejagd sagt mir runtergehen, aber das ist allgemein. Ja, hier hoch muss ich für meinen für Kundschafter. Dann mach das dort doch noch? Ja. Mal, ob ich hier hochkomme. Wow. Erreiche den obersten Rand der Höhenbegrenzung einer, hinter dem. Das ist ich, das ist eine von mir. Hochklettern. In einer gewissen Zeit muss ich jetzt bis hier hoch. Wenn du es schaffst, hier hochzuklettern, hier sind zwei Eisenvorkommen. Drei, aber jo. Ich habe gerade nur zwei so direkt gesehen.